Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Und dieses Webinar machen wir natürlich wie immer mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass er heute wieder mit uns diese Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wunderschönen guten Tag. So schön ist das leider gar nicht mehr, aber soll uns nicht weiter stören. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLIT und grüße auch an alle Zuschauer von Twitch und den lieben Andreas. Bevor ich aber den Bildschirm tatsächlich final übergebe, wie immer der Risikohinweis. Dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Unabhängig davon, was uns der Heiko heute zeigt. Und ja, diese Veranstaltung, dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, jetzt habe ich extra ein paar Sätze mehr eingebaut als sonst, mit der Hoffnung, dass der Kaffee von Heiko fertig ist. Ajo. Wieder an seinem Platz ist. Sehr gut. Ach, das ist Timing. Gut, dann mache ich mir auch nochmal Twitch an. Also, können wir loslegen, wa? Gerne. Du kriegst den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Und wenn irgendwas ist, ich bin mit dabei. Jawohl. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt den Bildschirm hier übertrage, meinen Bildschirm übertragen, dass wir mal alles verrücken. So. So, wir machen heute nochmal das Thema kurz. Wir haben jetzt wieder am Freitag Verfall. Achso, ich muss, habe ich jetzt übertragen, meinen Bildschirm, oder? Ja, wird übertragen. Wird übertragen. Ich hatte jetzt nicht so richtig gesehen, ob ich drauf geklickt hatte oder noch nicht. So, genau, also wir, ich habe mir gedacht, wir machen noch ein bisschen Ausbildung. Ich werde mal gucken, wie ich durchkomme, nur damit ihr es wisst. Ich bin ziemlich lädiert. Ich kränke mit einer Sehnscheidentzündung und natürlich wo? In der rechten Maus. Also nicht im rechten Arm, für meine rechte Maus. Das Coole ist, dass mittlerweile die Spracheingabe bei den Rechnern so gut funktionieren. Also ich spreche viele meiner Texte, also meinen guten Morgen DAX, den spreche ich halt hauptsächlich ein. Auf dem Handy kann man die Nachrichten alle schön einsprechen, Sprachnachrichten senden. Aber fürs Trading ist es echt immer noch so, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich mein Stream Deck, was ich hier habe, da weiß ich auch, da kann man den auch einige Funktionen damit umlegen auf Trading-Befehle. Ob ich vielleicht sowas mal mache, ne? Aber den Arm oben halten ist echt Horror. Das Gute ist, ich habe hier auch noch ein Touchscreen, das heißt, damit kann ich auch noch rum. damit kann ich ja auch noch rumzeichnen. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht, ne? Da zeichne ich nicht mehr mit der Maus, aber auf alle Fälle muss ich mir jetzt mal da eine Packung Physiotherapie holen, weil es nicht von alleine nicht weggeht. Naja, wie dem auch sei, ich will mal nicht so lange rumbärmeln. Wir sind ja alle hier jetzt, um uns da ein bisschen Ausbildung zu bekommen und mal sehen, was das heute mit dem Traden wird. Denn wie gesagt, so eine Verfallswoche ist halt auch immer eine besondere Woche. Der ein oder andere sagt, okay, ist mir eigentlich egal, besonders hin oder her, sondern der handelt halt einfach. Aber vielleicht fällt einem das ein oder andere auch auf. Oder wenn ihr vielleicht für euch feststellt, dass so eine Verfallswoche mal eine besondere Woche ist oder ihr könnt den Markt nicht so gut greifen, dann kann es daran liegen. Und das möchte ich dann mit euch heute sozusagen hier durchgehen. Die Verfallswoche ist deswegen besonders, weil natürlich dort sogenannte Rollovers stattfinden, bedeutet, Rollover bedeutet, es müssen die Kontrakte, die verfallen jetzt am diesen Freitag, ist der große Verfall, also am 15.09. Und da verfallen alle Futures mit dem September-Kontrakt. Und ihr könnt ja, und deswegen mache ich das ja das Ganze, ihr könnt ja auch hier bei FX Flat ja die Futures handeln. Dafür bin ich ja auch da, um euch da vielleicht auch ein bisschen Einblick in den Future-Handel zu geben. Und ich habe euch mal beide Futures mitgebracht, einmal den Nasdaq, den ich hauptsächlich handle, und den S&P 500. Und dann seht ihr ja auch hier, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo mein Zeichentool ist. So.
So, mein Zeichentool. Und so, das kann ich hier alles schön mit der Hand auf dem Touchscreen machen. Und dann seht ihr hier, gestern sind, also hier ist erstmal das Open Interest, was ich jetzt hier einzeichne, was in Kontrakten in Summe noch offen ist. Also das heißt, am Freitag sind diese 115.000 Kontrakte alle weg. So, die sind nicht mehr da. Was man jetzt hier schon sieht, in dem den Change, ja, in dem Frontmonat sind 47.000 Kontrakte im Open Interest geschlossen worden und 46.000 neue Kontrakte hinzugekommen, also ein bisschen weniger. Wir werden ja auch so tagsüber auch noch Kontrakte entsprechend hier gehandelt, ja. Man sieht auch jetzt hier schon deutlich den Unterschied vorne bei diesen gehandelten Kontrakten, dass es im S&P, im Nasdaq nur noch 251.000 sind und 643.000 jetzt schon im Dezember-Kontrakt. Sprich, wenn ihr, und das dürft ihr halt nicht vergessen, wenn ihr den Future handelt hier bei FX Flat oder bei jedem anderen Broker auch, dann denkt daran, dass es vor allem auch bei den US-Futures so gewisse Regeln gibt, an die man sich dann zu orientieren hat. Und ihr solltet heute auf alle Fälle an einem Mittwoch dann in dem Dezember-Kontrakt handeln. Also ihr müsst da wechseln. Nicht, dass es dann euch so passiert wie, ich sage nur, gibt es den Andreas bei Twitch, muss ich mal so sagen, der hat dann auch den einen Tag gehandelt und hat sich auch gewundert, warum sein an einem Freitag sein Kontrakt sich nicht mehr bewegt, ja, weil er noch in dem verkehrten Monat war. Ja. Also das kann halt passieren, das sind dann auch typische Schusslichkeitsfehler. Man kann dann halt nur noch die Position glattstellen oder man bekommt dann zum Abrechnungskurs dann das Cash Settlement, also den Gewinn oder Verlust dann halt ausgetragen. Ja. Also da halt bitte aufpassen. Also mir ist es auch schon mal passiert, so ist es jetzt nicht. Ja, aber genau. So, und was auch sein kann, dass am Donnerstag und am Freitag ganz große Spreads zum Beispiel sind in den Futures, dass der Markt sehr erratisch hin und her hüpft, weil halt kaum noch was los ist. Im S&P 500, da seht ihr, das ist eine ganz andere Hausnummer. Da sind in Summe hier 390.000 Kontrakte offen und also wurden jetzt abgebaut und 447.000 Kontrakte jetzt sind neu hinzugekommen. Und in Summe ja, sind wir jetzt hier sogar bei 1,8 Millionen schon offenes Interesse. Ja, also Open Interest bedeutet offenes Interesse. Also Google, am besten Google befragen, da wird es sehr ausführlich erklärt. Ja, also immer wenn ein Kontakt eröffnet wird, dann kommt er in das, also das ist im Detail ist es noch ein bisschen komplizierter. Ja, aber wenn ich jetzt einen Kontrakt halte, dann erhöht sich das Open Interest halt um einen Kontrakt. Wenn er wieder geschlossen wird, geht es wieder runter. Ja, und wenn die Positionen halt offen bleiben, wie gesagt, ist im Detail noch ein bisschen komplizierter, aber wir wollen jetzt hier nicht eine Stunde mit Open Interest und der Berechnungsgrundlage verbringen. Deswegen, also, wenn einfach, man kann sagen, alles, was vielleicht overnight auch gehalten wird, wenn man so möchte, vereinfacht gesagt, das ist das offene Interesse. Ich weiß nicht, Nelson, ob du noch eine einfachere Erklärung hast. Also, jeder Kontrakt, der neu geschaffen wird, durch den Kauf oder durch den Verkauf, kommt in das Open Interest rein. Ich weiß, vielleicht. Das ist verständlich. Ja, gut. Und wie gesagt, diese ganzen eröffneten Kontrakte, die man selber hält, die verfallen, wie gesagt, am September, diesen Freitag in USA ist es zum Start des US-Handels, sind die dann weg und nicht mehr handelbar. Und würdet ihr, vielleicht da nochmal das Beispiel, aber das ist auch nicht möglich, dafür braucht man einen gewissen Account. Deswegen kann das eigentlich keinem mehr passieren. Wenn ihr zum Beispiel Rohöl handelt und der Future verfällt, ja, dann bekommt ihr da nicht die 1000 Barrels, die ihr geliefert oder müsst ihr liefern oder falls ihr, keine Ahnung, Mais handelt oder Schweinebauchhälften oder Holz, ja, da braucht man schon einen bestimmten Account, dass man das halt angedient bekommt und man wird auch mittlerweile vorher gefragt, ob man wirklich, keine Ahnung, das entsprechende liefern oder geliefert haben möchte. Ja. Also das nochmal damit auseinandersetzen, wenn man sich mit dem Thema Future auseinandersetzt. Wie gesagt, man sollte die Grundlagen verstehen, sonst bitte kein Handel in diesem Produkt. Ja. So. Gut, ja,
In den USA kann man sagen, der Rollover beginnt immer am Mittwoch. Also letzte Woche Mittwoch hat das begonnen. Mit dem beginnt das so langsam, da merkt man es noch nicht, aber wenn es dann so Richtung, vor allem Richtung jetzt dieser Woche geht, dann merkt man das schon. Ihr seht ja jetzt hier deutlich den, also vor allem im Nasdaq sehr deutlich den Unterschied im Volumen 250.000 zu 643.000 Kontrakte. Und jetzt hier habe ich nochmal aufgeführt auch, dass ihr hier nochmal seht, wie viele Kontrakte abgebaut worden sind und wie viele Kontrakte neu im Dezember dazugekommen sind. Ja, das ist, wie gesagt, und das läuft alles ja während des Handelstages. Ja. Und daraus entsteht dann so ein gewisses, durch diese Volumenverlagerung in diesen Folgemonat oder in den, also Folgemonat ist eigentlich verkehrt ausgedrückt, in den Folgekontrakt, weil der ist ja jetzt erst im Dezember, dann dadurch entstehen natürlich auch gewisse Verwerfungen am Markt und die führen vielleicht dazu, dass man den Markt aktuell eventuell schwieriger greifen kann als noch, als an anderen Tagen. Ja, also das kann durchaus möglich sein. Wenn wir, also wie gesagt, Montag, Dienstag definitiv Wechsel in den, also bei den US-Futures in den neuen Kontraktmonat, also in den Dezember. Ich bin auch im Dezember drin. Und im FDAX ist es so, das ist noch ein bisschen eine Eigenheit oder ein bisschen anders. Im FDAX gibt es solche großen Open Interests einfach nicht. Ja, ich meine 1,8 Millionen oder wenn vielleicht alles geswitcht wurde, haben wir hier 2,5 Millionen an offenen Kontrakten im Dezember. Und das ist natürlich, das kriege ich nicht an einem Tag gerollt. Ja, ich meine, es werden zwar 1,8 Millionen gehandelt an Kontrakten, aber trotzdem, das ist natürlich eine Menge Holz, die dann halt rüber transferiert werden muss. Und im DAX gibt es das nicht so und im DAX handelt man das halt ein bisschen anders. Das heißt, da gibt es auch diesen Start nicht und da kann man eigentlich bis Donnerstag in dem oder auch am Donnerstag ist immer noch hohes Volumen in dem September-Kontrakt und in dem Dezember sogar noch geringeres Volumen oder gleich hoch. Ja. Jetzt ist dann immer die Frage natürlich, was heißt Rollen? Wie funktioniert das? Gibt es da irgendwie was Spezielles? Ja, es gibt natürlich Software, aber wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert halt so, dass ich in dem September, also wenn ich jetzt genau das hier machen möchte, ich habe jetzt hier 100.000 Kontrakte als Institution offen, also hier 100.000, ja, und ich möchte die 100.000 Kontrakte von September in den Dezember mitrollen, also mitbringen. Also ich will die nicht netto verkaufen, um den Gewinn oder Verlust zu realisieren, sondern ich will die behalten. Dann mache ich Folgendes: Ich muss jetzt hierher gehen im September, also auf Verkaufen drücken. Das heißt, ja, ich muss hier auf Verkaufen drücken und muss dann im Dezember auf Kaufen drücken. Was passiert, wenn ich das jetzt mit einem Schlag mache? Ja, ich drücke jetzt auf Verkaufen September. Dann fällt der Markt um der Nasdaq um 20, 30, 40 Punkte und dann würde ich im Dezember wieder kaufen und dann steigt der um 30, 40 Punkte. Und das ist natürlich, wäre sehr, sehr teuer, weil das würde mich dann 80 Punkte kosten. Ja? Und die Idee ist natürlich, oder der Versuch ist halt von Software, das so gering wie möglich, also diese Kosten für das Rollen so gering wie möglich zu machen, eventuell sogar mit dem Rollen ein Plus hinzubekommen. Die Schlussstände stehen hier nicht da, aber die Schlussstände ändern sich ja auch so, dass man halt vielleicht auch sogar einen Rollgewinn hinbekommen könnte. Also als Beispiel, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber der Nasdaq, oder wir gucken mal schnell rein, können wir ja mal machen. Ansicht, Marktübersicht. So, wir haben jetzt hier den Nasdaq U ist September, Z ist Dezember. Also ihr seht hier, der Nasdaq im September steht bei 15.289 Punkte und der Dezember steht bei 15.484 Punkte, also knapp 200 Punkte höher. Ja, so und das ist halt genau das, was ich dann versuche, ein bisschen zu minimieren halt das Ganze. Ja, dass ich halt die 200 Punkte, die muss ich so oder so zahlen, aber dass ich nicht 280 Punkte halt habe. Ja. So, also geht man halt her und versucht das entweder relativ gleich zu machen,
Also das heißt, zum gleichen Zeitpunkt, ich verkaufe das eine und kaufe das andere. Aber was man trotzdem sieht, ist, im Minutenchart, sehen wir gleich in einem Chart, seht ihr, es geht halt eine Minute runter, eine Minute hoch, eine Minute runter, eine Minute hoch, eine Minute runter, eine Minute hoch. Oder es finden sich halt, wie es jetzt der Tage mal war, was wir öfter sehen im S&P, dann auch Eisberg-Orders, wo halt der eine, wo halt sich Instis halt finden und dann 8.000 Kontrakte halt auf einem Level gehandelt werden oder 10.000 oder manchmal auch 20.000 Kontrakte. Und dann kann man das relativ kostengünstig abwickeln, wenn man da jemanden hat. Ja, so. Und von daher, das wäre halt so, darauf zu achten. Und das sieht man halt, oder darauf zu achten ist einfach, oder zu wissen ist einfach nur, dass der Rollover gerade stattfindet, dass wenn ihr vielleicht handelt, vor allem im S&P oder im Nasdaq, ja, im Dow kann es auch sein, im Dow gibt es aber jetzt nicht ganz so großes Open Interest. Ja, das ist hier im S&P schon wesentlich höher oder stärker gelagert. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie, jetzt habe ich hier den Chart noch nicht. Warte, ich überspringe mal noch eins. Ich zeige euch jetzt mal schon mal den Chart. So, dann seht ihr hier in dem Chart, wie das Ganze ausschaut. Dass ihr hier, das ist der 1-Minuten-Chart von gestern. Hier seht ihr das vom 12. Dezember. Und da seht ihr ja, wie der Start ist. Also das hier ist der Start. Und dann seht ihr, wie, was für ein Gehacke das ist. Ja, also ich finde das Chartbild total unruhig. Und dann auch das gleiche Chartbild, nachdem der Markt runtergegangen ist, dann hier auch nochmal so eine krasse Range. Und da, in der Range können natürlich unter geringen Kosten solche Rollover-Aktivitäten dann einfach relativ gut stattfinden. Ja. Also das vielleicht nochmal zu dem Thema. So, und wenn euch so ein Chart halt annervt, also ich habe gestern gar keinen Trade gemacht, weil mich das Ganze hier oben angenervt hat, so ein bisschen, ja, also hier vor allem so in so einer Phase, dann ja gut, geschenkt, weißt du. Also so wildes Hin und Her kann halt sein, dass euch das nervt und dann, wenn das halt vor einem großen Verfall in der Woche ist, dann liegt es oftmals daran. Also da einfach mal schauen, ob ihr damit klarkommt. Ne? Also vor allem, wenn ihr jetzt im kurzfristigen Zeitrahmen handelt, so wie ich jetzt, 1 Minuten, 5 Minuten Chart, sowas in der Drehe. Dann kann das schon ein Thema sein. Genau, ein weiterer Punkt, der halt auch immer wieder auftritt, ist, was vor dem Verfall auch passiert ist, dass wir auch nicht, dass nur Futures gerollt werden und verfallen, sondern auch Optionen verfallen und die werden meistens nicht gerollt. Ja, also, oder können, ja, können auch gerollt werden, aber prinzipiell ist es so, dass bei den Optionen ein anderer Effekt noch mit reinspielt, dass jetzt sehen wir hier gerade, wo der aktuelle Future steht, das ist diese gestrichelte Linie. Und wenn jetzt der S&P 500 hier nach oben kommen würde, dann seht ihr, gibt es hier über 20.000 Kontrakte oder um die 20.000 Kontrakte. Das ist hier dieser Bereich, sind hier 20.000 Kontrakte. Zack. Gibt es hier entsprechend große Optionspositionen, also hier mit Blau, das sind immer Calls und Gelb sind immer Puts. Und diese Hedging-Aktivitäten, die daraus entstehen, haben auch wiederum den Einfluss auf den Markt. So, das heißt, wenn es da Verwerfungen gibt, wenn Portfolios nicht gut ausgehedgt sind, wenn es plötzlich volatil im Markt wird, weil es gibt manchmal auch zum Beispiel haben wir im Dezember, sehe ich gerade, in meinem Kalender sehe ich im Dezember, haben wir am Donnerstag, am Mittwoch haben wir, ist dort der FED-Zinsentscheid. Donnerstag EZB-Zinsentscheid und am Freitag ist dann der Hexensabbat, also der große Verfall wieder. Ja. Und das wiederum ist auch ja, bei so einer Woche natürlich krass, weil wir bekommen 3 Tage vor dem großen Verfall einen Zinsentscheid. Der kann dazu führen, dass der Markt hier sich entweder in so eine Richtung bewegt oder so eine Richtung bewegt und diese Volatilität kann wieder dazu führen, dass halt bei den Optionen plötzlich, was alles safe war, plötzlich in Gefahr gerät und plötzlich finden Hedging-Aktivitäten statt und die wiederum beeinflussen dann auch den Markt. Dann kann es halt sein, dass dann der S&P irgendwie einen Tag hier Vollgas runterfällt, nächsten Tag wieder ein bisschen hoch, entweder Vollgas runter oder plötzlich ganz stark hoch, weil das Portfolio irgendwie da wieder, keine Ahnung, auf der einen Seite ausgeglichen werden muss, whatever. Ja, und das wiederum kann dazu führen, dass halt der Markt oder die normale Charttechnik, die man vielleicht so hat oder auch wenn man jetzt Volume Profile Trading macht oder Volumen Trading macht oder Footprint Chart, das ist ja auch alles
in dieser Phase halt ein bisschen ungenau, weil ja jetzt sich gerade das Volumen verlagert. Also genau in dieser Schnittstelle bräuchte ich eigentlich von beiden Kontrakten, also in dem Fall jetzt von dem September und dem Dezember-Kontrakt, den Footprint-Chart, um halt da das Gesamtbild zu erfassen. Ja. Und deswegen ist so, gibt es durchaus auch Trader, die sagen, in der Verfallswoche dort handle ich gar nicht. Ja. Und wir haben genau am Mittwoch, den 13. Dezember, ist auch noch FX Flat Live Trading. So. Also ich habe hier so einen Kalender, den könnte man sich am Anfang des Jahres bei mir ausdrucken. Den habe ich hier immer vor mir liegen. Ich habe nur heute nicht reingeguckt. Genau, also das steht da auch noch an, genau im Dezember. Ist ja noch ein bisschen hin, aber da wäre das Thema theoretisch das gleiche, aber da werde ich es nicht nochmal behandeln, logischerweise. Ja. Also dann noch eine Frage von Günther. Bedeutet der Rollover, dass man in der betreffenden Woche eher Währung scalpen soll? Nö, man muss halt nur für sich halt wissen, dass das eventuell, also ich will ja nur darauf hinaus, dass wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht jetzt Montag, Dienstag oder vielleicht auch heute Schwierigkeiten habt im Markt zu agieren, dann kann das einer der Gründe halt sein. Wenn euch das überhaupt nicht juckt, wenn ihr merkt, es läuft alles wie immer, ja. Und der Markt ist für euch okay und nicht anstrengend. Also ich finde den Markt halt total anstrengend. Ja, und deswegen in so einer vor einer Verfallswoche oder früher konnte ich es mir auch nicht erklären. Ja, ich meine, über das Wissen habe ich ja früher auch nicht verfügt. Da gab es auch keine Webinare, wo mir jemand das sagen konnte. Das musste man sich dann selber erarbeiten, bis man drauf gekommen ist. Oder als ich das erste Mal gesehen habe, dass im S&P Future irgendwie 1 Million Kontrakte gerollt werden müssen. Ja, und das, und ich dachte, da gibt es irgendwie einen extra, als Beispiel einen Raum, da tauscht man das einfach. Ja. Aber es läuft alles über die Börse. Es gibt zwar immer noch dann so Block-Trades, die außerhalb des normalen Handels laufen, aber ein Großteil wird einfach da über den Tag hin abgewickelt. Ja. Genau. Also von daher, und Währungen, bei Währungen, also wenn man, kommt jetzt darauf an, was für Währung, ne? Aber alles, was jetzt mit US-Dollar läuft, also Euro-US-Dollar, ist ja auch, gibt es auch als Währungsfuture, verfällt auch. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie da die Open Interest gelagert sind. Also das kann ich leider nicht sagen. Ne? Wer kauft am Freitag auslaufende Kontrakte? Also wenn dann, wenn man es vergisst, also das, oder wenn man halt vielleicht overnight sozusagen vergessen hat, Kontrakte, also seine Kontrakte overnight hält, gibt es ja auch. Ja, und dann will man weiter handeln und dann ist halt Ende Gelände. So. Genau. Ja, das soweit dazu. Also das macht für mich anstrengend. Ich habe gerade gesehen, hier auch bei Twitch hat jemand geschrieben, sehr anstrengend der Markt zurzeit. Ja, also das kann einer der Gründe sein. Also wenn ihr das wirklich regelmäßig merkt, immer wenn ihr wisst, okay, vor der Woche Verfall, lasst ihr euer Trading so ein bisschen so resümieren, dann merkt, Mensch, irgendwie hat die Woche war wieder extrem anstrengend. Dann kann man auch dazu kommen, dass man sagt, in dieser Woche handle ich ganz wenig oder was anderes oder auf alle Fälle nicht die Indizes, also die US-Indizes, weil das nervt. So. Ja, es kann einer der Gründe sein. So. Also die Gründe hauptsächlich sind einmal das Rollen des Ganzen, wie hier dargestellt, indem man den Frontkontrakt, der ausläuft, muss man die Kontrakte verkaufen und muss in dem Folgekontrakt, also in dem Fall im Dezember, das kaufen. Und der zweite Effekt ist, dass, falls sich Volatilitäten ändern, die entsprechenden Futures gehedged oder die Optionen gehedged werden müssen. Und das passiert durch Kauf und Verkauf im Future, was zusätzlich dann halt das Bild noch mal ein bisschen beeinflussen kann. Ja. So. So, dann habe ich noch eine Frage. Genau, das mit den Rollen habe ich erklärt. Dann, hallo Heiko, das Box-Setup-Add-on vom StereoTrader gesehen. Das gibt es so offiziell nicht. Ja. Aber ich will an den Dirk Hilger nochmal ran und vielleicht, weil ich jetzt noch einige Nachfragen habe, dass man das vielleicht dann auch irgendwie nochmal offiziell an den Start bringt. Ja. Genau. Also ich habe es inoffiziell, aber offiziell gibt es das nicht. Aber heute gab es schon den ein oder das ein oder andere Box-Setup im DAX zumindest, denn mein lieber Manuel Kiss ist hier auch da und der ist the man of the box setup.
Ja, also der nimmt die Dinger regelmäßig. Wie gesagt, ich sehe es halt nicht immer, ne? Weil ich halt auch andere Sachen zu tun habe. Aber ja, gibt schon schöne Box-Setups zur Zeit, muss man echt sagen. Genau. Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, Heiko, kannst du mal das Box-Setup erklären? Kann ich gerne machen, wenn ihr das wollt. Also wenn es gewünscht ist, dann ja. Wenn es bekannt ist, dann ist es so, ja. Gut. Okay, dann gucken wir mal zum Markt halt hin. Also wie gesagt, ich habe, muss sagen, ich habe doch einen Trade vorhin gemacht. Wie heißt das, im Nasdaq? Also im Kleinen. Habt ihr mal kurz geschnipselt. Aber nur 10 Punkte. Ich dachte, ich habe 20 Punkte eingestellt, aber dem war nicht so, waren nur 10 Punkte eingestellt. Genau so. Also hier haben wir den Nasdaq Future von FX Flat. Und das sind die 10 Punkte, die ich hier nach den. Ich hatte nicht auf die Skalierung rechts geguckt, aber ich dachte, ich hatte vorab 20 Punkte eingestellt. Naja, waren am Ende nur 10 Punkte. So, 21,92. Gut. Alright. Ja, am Ende ist er dann doch ganz gut gelaufen, bis hier zum Ausgang der Bewegung zurückgekommen. Mein New Setup hätte eigentlich auch ganz gut gegriffen, war aber ein bisschen zu schnell. Also es war innerhalb von einer Sekunde erledigt. Mein New Setup ist ja oftmals die erste Richtung ist die verkehrte. Wäre hier ganz gut gewesen. Also der Markt schnippt halt erst hoch, kommt hier zurück und dann wäre das hier im besten Falle ein Short Trade gewesen. Und dann hätte man hier in der Minute dann da vielleicht bis hier runter was mitnehmen können. Je nachdem oder wenn man sich sagt, keine Ahnung, was sind denn das hier? 50 Punkte reichen mir, 30, 40, was auch immer, reicht ein Punkten, dann ist das so. Genau. Das wäre das News Setup. Habe ich aber auch schon einige Male erklärt. Okay. Ich verpasse das Setup auch gerne. Daher die Frage, würde mich freuen, wenn es klappt mit dem Add-on. Ja, also. Ich gehe es nochmal an. Also Thema ist. Ich gehe das Thema dann nochmal an. Versprochen. Aber der Dirk Hilger ist ja immer nur am Handeln oder am Stereo-Trader machen hier zurzeit. Oder Pool bauen. Eins von beiden. Dreien, sagen. Naja. Aber ich habe es auf der To-Do-Liste und ist auch angedacht, das als Add-on nochmal rauszubringen dann. Ja. Wird sicherlich einen kleinen Obolus kosten, aber ich habe auch gesagt, also wenn dann sollen da nur die Entwicklerkosten da abgedeckt werden. Also ich möchte halt auch keinen Monatsbeitrag oder so, aber wahrscheinlich wird es einen einmaligen Betrag dann geben und da hat man es forever. Ja. Im Nasdaq habe ich eigentlich nur gehandelt den Rücklauf. Also ich habe gesehen, die Zahlen kamen so gesehen schlechter rein und ich wollte eigentlich hier nur den Rücklauf, also nur Rücklauf handeln. Der Markt, also sieht man hier ein bisschen schlecht. Ich bin davon ausgegangen, dass wir sind leicht über das Hoch drüber gegangen. Ich muss sagen, ich habe dazu auch noch aber im Sekundenchart reingeschaut. Hier war kurz eine größere Order drinne und da dachte, wenn die jetzt schnippt, also durchgehandelt wird, dann komme ich da mit. Und ja, aber ich habe eigentlich gedacht, ich hatte 20 Punkte eingestellt, aber es sind nur 10 Punkte TP. Naja, 20 mal. Ja, manchmal bei entsprechender. So, hier, oh, der Öffnungslong. Öffnungslong im Nasdaq. Mal gucken, ob der durchgegangen wäre. Hat man ja auch schon mal hier besprochen im Webinar, der Öffnungslong. Gab jetzt den einen oder anderen Tag immer mal noch einen Öffnungslong. 20 Punkte wäre ich jetzt schon raus. Ah, TP. Aber den habe ich jetzt nicht. Na, jetzt spinnt wieder. Ist klar, das hier die. So. Machen wir es hier wieder so. Gut. So. Ja. Genau. Mal gucken, was jetzt da ob ein Trade halt zustande kommt. Wie gesagt, falls
fand er bis jetzt den Markt eigentlich ziemlich anstrengend. Was ich jetzt noch machen würde, das habe ich in der Vorbereitung gar nicht geschafft. Normalerweise gucke ich mir halt ja auch die Märkte vorher mal an und muss ganz klar sagen, das ist hier erstmal aktuell nicht passiert. Und ich müsste mir jetzt erstmal auch den Markt von oben nach unten angucken und würde das dann jetzt mal mit euch gemeinsam hier tun, das Ganze. Und muss mir hier noch mal was ausschalten. So, und so. Gut, also hier krasser, also trotz, eigentlich die Zahlen ja ein bisschen schlechter, vielleicht feiert der Nasdaq hier so ein bisschen ab, dass die Zinsen nicht angehoben werden. Ich weiß nicht, wie das Tool, das dürfte sich wahrscheinlich auch geändert haben hier, der Ausblick vielleicht, dass schon jetzt ersten Zinssenkungen hier wie sagt man, eingepreist werden. Ansonsten wäre jetzt komisch, dass der Markt trotz der höheren Zahlen, also ich glaube, die waren heute höher, trotzdem steigt. Aber gut, was soll er machen? Wir gehen mal von oben nach unten. Ich mache mir hier die History aus und dann machen wir das hier mal in ein. Obwohl jetzt hier im Futures dann halt immer ein bisschen schwierig, das zu machen, ja, weil der Future sich doch dann etwas stärker verändert. Ich guck mal hier. Machen wir es mal hier. Was ist das? Achso, da muss ich mal noch auf den Z ziehen. Datei. Ach, da drüben habe ich hier keinen. Wartet mal. Ich habe hier drüben keinen Touch. So, ach Quatsch. Ansicht. Da kann ich auf. Marktübersicht. Encode Z da rein. So. Okay. Wenn das geht dann nicht. So. Gut, dann schauen wir uns mal an. Also im Tageschart finde ich den Nasdaq. Ja, kann man hier so offen lassen. Finde ich den Nasdaq, weiß ja auch nicht, was der so richtig jetzt vorhat. Wir haben hier eine lange Aufwärtsbewegung gesehen. Eine lange Aufwärtsbewegung gesehen, dann die Abwärtsbewegung gestern oder vorgestern, der starke Anstieg, gestern der starke Fall, also die Kerze auch komplett gekontert und jetzt sind wir wieder drinnen in der Handelsspanne. Jetzt wäre die Idee natürlich, ob der Markt jetzt hier entsprechend nach oben steigen kann, am Stück oder halt nicht, ne? Und das ist halt genau das, was jetzt hier, was der Markt uns jetzt zeigt. Prinzipiell, solange wir diese lange Außenkerze handeln, könnte ich mir am Tageschart durchaus vorstellen und das Tief hier hält das letzte Lokale, dass wir auch wieder hochgehen. Ja, also da sehe ich die Märkte, wenn wir da drinnen handeln, nicht ganz so bärisch. Bärischer wäre es heute gewesen, wenn wir jetzt direkt zur US-Öffnung hier direkt nach unten weggeknallt werden. Aber aktuell ist ja der Markt dann eher innerhalb dieser Handelsspanne. Gehen wir mal auf den Stundenchart hier und schauen uns das mal an, wie es hier in der Stunde ausschaut. Also aktuell ist das für mich, wäre das für mich hier die Korrektur in dieser Abwärtsbewegung, die wir hier von gestern gesehen haben, vom Tageshoch aus, ja, also hier von diesem Hoch aus, ist der Markt ja gefallen, einmal gestiegen, dann weiter gefallen und jetzt kommen wir hier von den News her, von hier unten aus nach oben. Für mich jetzt die Frage ist, ob das jetzt nur der frühe Anstieg war, wie auch gestern, um dann hier wieder im Trend nach unten zu fallen. Das wäre eher passend. Ansonsten müsste man schauen, ob wir die Stunde vielleicht, wenn wir die über diesem Tief hier abschließen könnten, also da drüber, dann könnte ich mir durchaus sogar vorstellen, dass der Nasdaq versucht, sein Potenzial aufrechtzuerhalten auf der Oberseite und dann das Tagestief von gestern wieder kauft, um dann hier komplett wieder an das Hoch zu gehen oder zumindest hier mal dieses letzte Hoch da in Angriff zu nehmen. Also das wäre jetzt mal aus der Stunde heraus, ja, dass die Idee, also aus der Stunde heraus zeichnen wir uns mal die wichtigen Marken hier ein. Vielleicht sollte ich mal hier noch den Stereo Trader reinziehen, damit ich die Linien habe. So.
Passiv. So. Gut, also wichtige Linie wäre für mich dieses Tief hier. So, also über diesem Tief. Dadurch, dass es ein charttechnisches Tief nur ist, ist die Linie blau bei mir. Und gegen diese Korrektur dieser starken Stunde hier, also diese Stunde hier, die zeigt ja schon, irgendwas ist da passiert gestern. Und da würde ich mir auf alle Fälle mal das Hoch dieser Stunde hier markieren wollen. So, genau. So, können wir mal in 15 Minuten Chart runtergehen. So, da ist jetzt so im 15-Minuten-Chart, da haben wir ja noch ein paar Minuten, bis die zu Ende ist. Dann mal gucken, wie die ausschaut. Und hier sieht man jetzt auch schon mal, dass wir diese Abwärtsbewegung jetzt, also vielleicht für euch, für den Blick, damit ihr das versteht, oder zumindest, also das hier ist für mich die Abwärtsbewegung und die fängt der Markt jetzt hier an zu korrigieren nach oben. So, was aber hier auch gleichzeitig passiert ist, ist mit Bruch dieser lokalen Hochpunkte hat der Markt auch einen Widerstand gebrochen. Und von daher kann es durchaus sein, dass halt dieser Long hier eventuell sogar bis da hochläuft. Ne? Also das wäre sogar möglich. Eine Linie, die mir hier dann noch passend erscheint, worauf ich dann immer schaue, ist dann bei sowas, wo dann die Bewegung richtig deutlich zu sehen war. Und das ist für mich ja so dieser Bereich hier. Schön ist auch, dass man mit Strom C und V auch gut arbeiten kann. So. Also da bin ich gespannt, wenn der Markt also die 15-Minuten-Kerze hier drunter schließt, dann eher leicht short, darüber dann eher leicht long. Und dann sind wir hier auch schon im 5-Minuten-Chart. Und da sehen wir jetzt hier, da oben tut sich der Markt da hier aktuell so ein bisschen schwer. Also das wären so meine Bereiche. Und ja, dann könnten wir hier noch das Tagestief reinlegen. Ja, dann machen wir hier nochmal von gestern. Machen wir hier erstmal Tageshoch, weil es gerade grün ist. So, und dann legen wir hier noch das Tagestief rein. Ja, da haben wir eigentlich eine ganz gute Analyse für heute. Und mal gucken, was der Markt daraus macht. So. So. Shutting. So. Ja, worauf ich dann auch immer noch mal ein bisschen schaue, ist, so, das hier kann man rausmachen. Auf die Einzelwerte. Auf die Einzelwerte, wie die so ein bisschen performen. Der Tage war es jetzt auch so gewesen, dass einige Einzelwerte wirklich deutlich sich von dem Gesamtmarkt halt oder außerhalb des Gesamtmarktes bewegt haben und damit halt wiederum auch den Gesamtmarkt logischerweise halt auch beeinflussen. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen rüberschiebe, also das sind die Werte, die ich drauf habe, dann sieht man hier links diese Tesla-Aktie ist hier in der Mitte. Ja, die geht schon ganz schön gut ab und die Microsoft hier auch. Ja, das sind so ein bisschen die Preistreiber. Ganz links oben ist Amazon und Apple-Aktie, die hängt hier ein bisschen in Seilen, sage ich jetzt mal, aber das sieht trotzdem ganz gut aus. Ne? Zum Tageshoch von gestern, da ist noch einiges an Platz, wie man sieht, aber da steuert der Markt halt hin. Und da mal gucken, ob das dann gelingt. Ne? Die Apple-Aktie hier eher am Tagestief von gestern, ja, zum Tageshoch, ne? Da ist da noch viel Platz. Und das beeinflusst halt den Markt. Ja? Und klar ist, wenn jetzt hier plötzlich, keine Ahnung, mal zum Beispiel Microsoft und die Tesla-Aktie in Richtung Tagestief von gestern tendieren, plus die Apple-Aktie, dann gibt's ja, geht es ja relativ schnell auch nach unten. Ja? Genau, so jetzt will ich mal kurz gucken, wenn ich hier meine Software wieder anschmeiße, wo ich da auch schon mal ein bisschen so drauf schiele für mich. So, jetzt habe ich da
Was mir noch fehlt, ist natürlich mein meine Box-Setup fehlt mir natürlich noch. So, der Indikator nennt sich X-Frame. X-Frame unter Indicators bei Stereo Trader einfach einziehen und OK drücken. Genau, und da hat man den. Man sieht jetzt hier den 1-Minuten-Chart in Braun und Blau. Ja, und dagegen dann den, und in Schwarz-Weiß ist der 1-Minuten-Chart. Ja, genau. So. Gut. Ja, also Markt rockt sich so langsam nach oben. Mal gucken, ob jetzt hier das zu Ende geht. So, war noch eine Frage. So. Also für mich leicht, so wie das hier aufwärts geht, ist für mich Kasse aufwärts. Heißt, bis jetzt müssen wir mal sehen. Gleich, ich warte jetzt noch die 15-Minuten-Kerze hier ab. Ja, das kann man hier auch machen. Könnte man auch den X-Frame hier reinlegen, zum Beispiel, und sich 5 Minuten und 15 Minuten anzeigen lassen. Also aktuell bin ich noch leicht long eingestellt. Aber wie wir es in der Analyse hatten, wenn die 15 Minuten auch hier drunter schließt, unterhalb dieser 15.537, dann wird es schon ein bisschen short. Lastig, weil man dann vielleicht von dem Ende der Korrektur hier ausgehen könnte. Ja, oder ich gehe hier mal in den 15-Minuten-Chart rein, so. Dass das nur die Korrektur jetzt war von der Abwärtsbewegung. Genau, und aber wie gesagt, kann auch sein, dass man an so einem Tag, ja, an so einem Tag manchmal auch. Also wie jetzt nach, es geht 1 Minute runter und jetzt geht es wieder 1 Minute hoch. Ja, es ist echt anstrengend zu handeln, weil wenn man dann das erwischt, dass es doch mal 2 Minuten runter geht, dann muss man über Trade Management und so weiter ganz viel machen. Oder jetzt hat man hier gar kein Regelwerk. Also ich habe jetzt hier nicht wirklich ein Regelwerk, das wäre jetzt hier, der Handel wäre ja relativ auf Gefühl als auf Setup, wenn man so sagen möchte, ja. Also man nennt das Ganze Kassa-Trend, wo Folgendes passiert, das, was ich hier gerade erklärt habe. Einige Werte sind steigend, andere bewegen sich gar nicht. Hier unten Google ist seitwärts, ja, und Apple-Aktie weiß noch nicht, ob sie aufwärts wird oder nicht. Und das führt dann halt genau zu diesem Hin und Her, dass der Markt so wie hier gerade in 1 Minute, ja, 30 Punkte fällt und jetzt hier wieder, ja, 25 Punkte steigt. Und es sind halt $50 Risiko in so einem Trade halt immer drinnen mit einem einzigen Kontrakt. Da muss man halt dann überlegen, ob das dann halt für einen passend halt ist. Ja. So, ich gucke mal kurz ab, ob mir hier mein. Ja, geht immer noch nicht. Naja, der liebe Go-to-Webinar-Software, die das ja immer zerstückelt. So, ja, also aktuell habe ich jetzt nicht wirklich einen Trade. 15-Minuten-Kerze hat doch drinnen geschlossen, also oberhalb der 37. Mal gucken, ob die Kasse sich so weiter fortsetzen kann im Trend. Und jetzt will ich mal was probieren. Jetzt mache ich mal das zu. So, mal gucken, wenn die Software offen ist. Also das GoToWebinar.
Also, wenn man jetzt natürlich nach so einem Trade fragt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man handelt so ein bisschen nach Gefühl, oder man wartet halt auf ein Setup. Und Setup heißt, es ist ein Regelwerk, was halt hier entsprechend ja auftreten muss. Bei so stark überlappenden ist es halt dann schon schwierig mit dem Regelwerk, weil der Markt ja jede Minute hin und her geht. So, und da muss man jetzt mal sehen, ob man da ein Regelwerk findet. So, und wenn ich jetzt nach einem Regelwerk suche, nur damit ich jetzt für das Webinar einen Trade mache, das ist mir bei meinem letzten Webinar passiert, ja, dass ich gedanklich eigentlich schon abgeschaltet habe, wo ich sage, okay, ich klicke da jetzt einfach diesen Trade, so Gefühlsdudelei, Hauptsache ich habe hier einen Trade, und dann auf einmal ist genau der verkehrte Zeitpunkt. Und dann muss man zum Trade managen, und vielleicht, man kennt das ja auch beim Dirk, dann plötzlich ist es so, dass der Markt dann halt genau das nicht macht, was man nicht sehen will, und man hat sich dann halt schön in den Trade halt reingequatscht. Ne? Da muss man immer als Moderator so ein bisschen aufpassen. Also hier ist mal ganz kurz unter das Tief oder an das Tief der letzten 5 Minuten Kerze gefallen, direkt eine Reaktion hier von 20 Punkte nach oben. Mal sehen, ob die jetzt nach oben durchgehen kann, die Reaktion. Ja. So, also jetzt sind wir hier schon wieder. Also, man sieht genau das, was ich euch vorhin gerade erklärt habe, ne? Diese Struktur, dass der Markt halt wild hin und her geht. Man muss hier bereit sein, 10 Punkte mitzunehmen und dann halt raus. Und wenn man halt, oder 20 Punkte, wenn man halt nicht richtig drin ist, dann kann es halt unter Umständen recht teuer werden. Ja? Ich weiß, das ist vielleicht nicht befriedigend für einen jetzt, weil man sieht, Mensch, jetzt labert der Typ da die ganze Zeit rum, macht doch halt einen Trade. Ich habe schon dreimal geklickt. Ja. Ja, genau. Ist immer was anderes, wenn man halt das dann vor Publikum dann nochmal durchklicken muss. Genau. Also Idee jetzt weiter ist schon leicht long, aber ja, ich habe hier keinen Ansatzpunkt. Also klar, in der Nachbetrachtung könnte man jetzt sagen, okay, hier im 1-Minuten-Chart hat gestern auch nochmal funktioniert, dass man so eine Unterstützung handelt, also direkt halt für 20 Punkte. Ja, aber da muss man auch rausgehen. Also da sollte man auch nicht warten, dass der halt das direkt halt auflöst. Aber das ist genau dieser typische Handel, der halt in der Verfallswoche oft zugegen ist. Ja, dass es irgendein Bereich ist, wo sich die Leute, A, finden sie Volumen, B, können die Leute rollen, also verkaufen den einen Kontrakt und kaufen den anderen Kontrakt. Also deswegen da ein bisschen aufpassen. Und ja, ich habe jetzt, also meine Intention ist leicht long, aber ich komme hier nicht rein, oder ich muss mich trauen, halt hier direkt in so einer, nach einer 1 Minute langen Kerze nach unten dann direkt trauen, das Ding zu kaufen. Aber hier oben werde ich beim besten Willen nicht kaufen auf den Versuch eines Ausbruchs. Also das mache ich definitiv nicht, weil wenn da so eine 1 Minute hier kommt, wie hier davor, ja, also als Beispiel, man klickt hier oben, also auch wenn der jetzt durchgeht, ne, dann ist es halt so. Aber wenn ich jetzt hier oben long klicke und plötzlich in der nächsten Minute begegne ich hier so einer Kerze, das will ich nicht. Ja. Und ich weiß, dass das halt kommen kann, weil das hier nichts Außergewöhnliches ist. Ist ein völlig normaler Verlauf, dass der Markt auch hier nach einer Minute Anstieg in 2 Minuten halt so runterfällt. Ja. Und warum soll ich jetzt was anderes erwarten? Klar, wenn der Breakout halt richtig kommt und dann richtig durchknallt, ja, darf er machen, ja. Aber das mache ich nicht so. Also wenn, dann halt unten long oder gar nicht. So. Und wenn es halt da unten durchbricht, das haben wir gestern gesehen, ja, dann muss man halt auch aufpassen. Was jetzt natürlich hier passieren kann, wir gucken mal hier oben auf die Apple-Aktie. Wenn die jetzt natürlich hier durchs Tagestief von gestern durchbricht, muss man trotzdem auch aufpassen. Nicht, dass man da unten dann long geht und die Apple-Aktie macht durch. Ja, mit 13% Gewicht kann die hier auch ein bisschen auch Druck ausüben. Also da jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn die Apple-Aktie einfach nur am Tagestief von gestern stehen bleibt, dann wird auch großartig jetzt nichts passieren. Ja. Also mit dem Durchbruch hier unten. So, also man müsste sich jetzt trauen. Mache ich es nicht. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich rede mich wieder in den Trade halt rein.
So, unten die Google-Aktie kommt auch ans Tagestief ran. Mal sehen, was hier gleich kommt. Ja. Hängt immer noch der Ninja-Trader. So. Also, wer diese Unterstützung handeln möchte, der kann das versuchen. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. So. Ja, kann auch passieren, hinterher Tasche leer, genau. Welche sind deine Ansatzpunkte, um Einstiege zu finden? Also, das hängt durchaus von der Struktur des Marktes ab. Ein Ansatzpunkt rein technisch wäre jetzt unter dem Tief so einer 5-Minuten-Konstellation eher zu kaufen, wenn man das über den Tag sieht, dass das Thema ist. Da gibt es immer mal so Tage, wo das sehr auffällig ist. Ansonsten habe ich ganz klassische Einstieg im Trend, heißt, wir brauchen erstmal einen Trend, den wir jetzt aber gar nicht haben. Nach dem Trend gibt es eine Korrektur und dann als Beispiel über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze geht man hier entsprechend long oder short und versucht dann hier in den Trade reinzukommen ans letzte Hoch oder in einem Abwärtstrend nach einer Korrektur ins letzte Tief. So, das wäre eine Idee. Eine andere Idee ist, einen Fehldurchbruch zu handeln. So, jetzt mal gucken, das könnte jetzt interessant werden. Also jetzt haben wir hier die Tiefste der letzten 10 Minuten rausgenommen. Mal gucken, wie weit der Markt jetzt hier hochkommt. Also jetzt wird das Tief hier der Apple-Aktie gekauft. Das wäre dann interessant. Also das wäre ein Ansatzpunkt, klassisch Trend Trading. Denn wenn wir eine schön ausgebildete Range haben, dann, also ich gucke jetzt hier, ob ich über dem Hoch so eine 1-Minuten-Kerze in den Long reinkomme. Wenn nicht, lass das Ding halt hier nach unten fallen. Wie gesagt, aber das ist halt hier bis jetzt nur hin und her, ne? Genau. Aber wir können ja mal die Sachen durch, also wir können ja mal einfach durchgehen, wie so meine grundsätzlichen Ansätze sind. Vielleicht hilft euch das ja auch. Ich kann euch mal. So. Also der Klassiker bei mir, ich bin so ein bisschen so leicht Trend-Trader. Jetzt los, warum geht das nicht? Und also das ist ein Trade aus einem, also ein Fehldurchbruch, also das ist eine Möglichkeit, die dahinter liegt. Wir haben eine Abwärtsbewegung, dann eine Konsolidierung und aus einer Konsolidierung heraus einen Fehldurchbruch, der dann ansteigt. So, das wäre hier long. Das ist ein Ansatz. So. Was ich natürlich nicht weiß, ist, dass der Markt halt, ob der in der Range halt weiter bleibt. Deswegen wird hier oben an so einer Range-Kante immer skaliert. So. Das war letztens im DAX gewesen. Das ist ein ganz klassischer Trade bei mir vom Ansatz her, wo man gegen die betreffende Bewegung geht. Also das wäre ein antizyklischer Ansatz. Auch mit links schreiben geht aber auch. So, anti. Bin ja eigentlich Linkshänder. So, anti. Antizyklischer Trade. Dann gucke ich mal schnell, wo wir einen Einstieg, ein Bild haben. Dokumente, Einstieg im Trend. Hatte ich jetzt gestern auch einen schönen Trade gehabt. Dann das Box-Setup wäre auch noch ein Szenario. So, mal gucken. So, Einstieg im Trend, Variante A nenne ich das Ganze, ist hier ein Short Trade. Das heißt, der Markt bewegt sich in einem Abwärtstrend hier nach unten. Das ist von gestern. Genau. Und als er den Trend wieder aufnimmt, Ziel in Richtung des letzten lokalen Tiefs, Teilverkauf, wenn es tiefer geht, dann noch versuchen, ein paar Punkte mehr zu kriegen.
Das ist auch ein Klassiker. Also das, was ich vorhin schon gerade gezeigt hatte. So, das ist auch eins. Mal gucken, Range Trade wäre dann so das nächste. Das ist jetzt kein schönes Bild. Mal gucken, ob ich bei Range noch. Ich habe wahrscheinlich jetzt da nicht so. Wieder habe ich da ein paar Bilder abgespeichert. Das ist jetzt hier eine Kombination mal als solches. Also ein Long Trade und dann aus der Range heraus hier nochmal weiter gehandelt. Also hier Range Trade. Und dann die Longs innerhalb einer Range, also von hier die Longs nochmal immer wieder aufgebaut, abgebaut und ein durchgehalten. Also bin von da unten Long gewesen bis da hoch. So. Ja, oder hier. Ja, versucht also Range und Long nach oben der mitzunehmen. Genau, also das sind eigentlich die Sachen. Oder dann, so wenn man jetzt mal das sich nochmal anguckt, was haben wir jetzt hier? Was macht der Markt jetzt da? Ja, also gut, jetzt, oh hier, Box Setup verpasst. Ei, der Witzka! Hier ist ein Box-Setup. So, dann haben wir es jetzt mal. Scheiße. Das hätte ich natürlich gehandelt. Also, das ist auch ein Klassiker. Mist. Dachte, passiert nichts. Box-Setup. Das ist ein ganz klassisches Box-Setup-Ziel bis da hoch. Ja. Ach, Mist. Ja. War ich jetzt so hier gerade im Thema drin? Ah. Das wäre ein Box-Setup gewesen. Also das wäre jetzt ein Klassiker gewesen, den hätte ich auf alle Fälle gehandelt. Also das wäre auch, hätte auch gepasst zu dem, was ich hier überlegt hatte, über diesen 1-Minuten-Hochs halt in diesen Long reinzukommen. Das wäre natürlich jetzt der Klassiker hier gewesen. Passend dazu, dass die Apple-Aktie auch das Tief kauft. Ja. Also wäre ich jetzt hier raus aus dem Trade, ja, 20 Punkte. Also 20 Punkte wären hier. Das wäre jetzt der Klassiker-Trade hier gewesen. Den hätte ich auf alle Fälle genommen. Gut, jetzt kann ich sagen, hätte, aber das ist ein Setup, was man nehmen sollte. Wer ist jetzt nicht zu 100% nach Regelwerk, 100% Regelwerk wäre gewesen, dass die erste Minute hätte so schließen müssen. Ups, so. So hätte die erste Minute schließen müssen. So. Dann wäre es zu 100% Regelwerk. Aber kann man durchgehen lassen, weil wir haben immer noch über dem Tief geschlossen hier mit der Minute. Also das wäre ein rein technisches Setup bis zum Hoch oder bis da hoch. Oder wenn es richtig gut läuft, kann man natürlich auch versuchen, hier auch den Ausbruch zu handeln. Das ist auch möglich. Ja? Wenn der dann kommt, vielleicht jetzt zur vollen Stunde hier um 16 Uhr, ja, kann man sowas natürlich auch versuchen. Ja. Gut, also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Ich würde es gerne nochmal mit euch so aufgliedern, damit ihr da nochmal einen Gesamtüberblick halt habt. Machen wir es auf dem weißen Blatt Papier. Also wie gesagt, das sind jetzt so überall, natürlich gibt es auch überall passende Fehltrades dazu, so ist es jetzt nicht. Da ich mache jetzt einfach mal. So. Also die rein technischen Trades wären. Hier ein Long Trade als Einstieg im Trend. Dann, wenn der Trend weitergeht, unter gewissen Voraussetzungen und da eine Konstellation entsteht, also der Ausbruch gut und dynamisch läuft, wäre hier oben nochmal ein Einstieg im Trend möglich. Dann hier die Range Trades, ich mache das jetzt mal hier von der Long-Seite. Wenn wir eine Range erkennen, kann man hier eine Range handeln. Und ein Short Setup hier oben wäre dann der Fehlausbruch durch das Hoch, dass man hier einen Short Trade nimmt. Ups, wo muss man hier? So. Ja, so. So, und das wäre hier.
Das wäre Einstieg im Trend. Variante B, das ist Range. Da gibt es aber Variante 1 bis 3. Bis 3. Dann gibt es den Fake-Ausbruch. Und die rein technischen Setups, die man dann noch traden kann, wäre sozusagen also Reaktion Gap Close, Box Setup und ich weiß nicht, wie ich das nenne, über M5 Short unter M5 Long. Also wie gesagt, gibt es auch immer mal. Genau. Das ist eigentlich alles, was ich in petto habe. Ja. Genau. Ja. Das ist eigentlich alles so. Mehr habe ich jetzt nicht wirklich. Ach so, denn, ach so, halt, Quatsch noch. Dazu kommt dann noch Außenkerzen, Außencandles. Klar, gehören auch mit dazu. Und dann noch EMA Trades, EMA 39. DAX und EMA 30 100 NQ. So, das ist alles so ziemlich. Ja. Trendlinien oder sowas nutze ich nicht, das nimmt aber Andreas. Ja. So, dann, ja, das ist eigentlich alles, was ich dann handle. Genau, mehr habe ich jetzt nicht wirklich. Ansonsten kommt noch ein bisschen Feeling dazu, manchmal auch emotionaler Trade gibt es halt auch. Ja, genau. Gut, genau. Also das soweit im Sinne meines Handelsstils. Also das Box-Setup mit paar 20 Punkten, vielleicht wenn es gut gekommen wäre, 25 Punkte. Ja, das wäre dann so der einzige Trade jetzt hier gewesen. Range-Trade ist es für mich nicht, also im 1-Minuten-Chart. Kann man das hier vielleicht als Range ganz gut erkennen? Im 5-Minuten-Chart ist es ja nur ein nur überlappende 5-Minuten-Kerzen. Wir können ja hier nochmal auf den 5-Minuten-Chart draufgehen. Also 5-Minuten-Chart, das ist bis jetzt der heutige Tag. Also klar, irgendwo, ich denke mal auch theoretisch, selbst wenn man hier, ich nenne das manchmal so Schrotflintentaktik, also wenn man sieht, dass der Markt halt immer an einem Punkt vorbeikommt, das funktioniert halt solange der Markt halt in so einer Handelsspanne hier hin und her ist, kann man eigentlich abdrücken, wann und wo man will. Der Markt kommt ja eh dran vorbei. Und wenn man halt gut abgedrückt hat, kann es vielleicht sein, dass man halt genau einen perfekten Punkt erwischt hat, wo der Markt dann halt nochmal 20, 30 Punkte in eine Richtung geht. Ne? Problem ist halt nur, man denkt, okay, das hält jetzt die Handelsspanne, ja, holt sich hier den Long und plötzlich geht er dann doch halt nach unten durch und hat dann halt 50 oder 100 Punkte Stop. Bei der Volatilität. Ja. Da muss man halt aufpassen. Ja, dann war noch eine Frage: Jahresperformance als Vollzeit-Trader, das ist nicht zu beantworten, wenn man das aufs Handelskapital sieht. Also, ich kenne von so bis so. Ja, also, ich selber habe zum Beispiel früher immer so gehandelt, dass ich am Anfang des Jahres mein Konto bis auf 5.000 Euro abgehoben hatte. Und habe dann halt von dort aus das ganze Ding dann auf hochgehandelt, weil mit 5.000 Euro kann ich genug Hebel bewegen oder genug Kapital bewegen, ja, und schütze mich aber halt vor irgendeinem Crash oder irgendwas. Also, dass man halt 100.000 nicht auf dem Konto lässt. Also ich habe das war jetzt nicht der Typ dafür. Und deswegen, also wenn ich jetzt auch von den 5.000 Euro das hochrechne, dann sind das paar tausend Prozent Performance im Jahr. Ja, also wenn man jetzt den mit diesem Kapital, was ich am Ende des Jahres 50.000 oder 100.000 gemacht hat, dann ist das halt viel. Wenn man es jetzt rein prozentual sieht, ist es halt immer so ein bisschen schwierig, das Ganze zu berechnen, weil es ist immer eine Frage des persönlichen Risikos. Also die Frage ist eigentlich eine verkehrte Frage, weil man kann mit sehr viel Geld
Also wenn man einen risikoaversen Trader halt hat, also ich habe mal einen Millionär gecoacht, der war total risikoavers, also der hat immer nur 0,1% gesetzt, ja. Denn dann gibt es andere Trader, die coacht man oder, ja, oder bei 10.000 Euro Kapital riskieren die halt 1.000 Euro. Ja, und das hat nun wiederum mit in Verbindung mit dem Stop hat das wiederum einen Einfluss auf die Positionsgröße und damit auf das Chance-Risikoprofil. Also von daher, ja, weiß ich auch nicht, ne? Kann die Frage ist eigentlich nicht zu beantworten. Und es kommt auch darauf an, was möchte man damit halt erreichen? Also bin ich jetzt noch Student und möchte mir halt es einfach vermeiden, einen Ferienjob oder also nebenbei arbeiten gehen zu müssen, weil ich halt doch lieber am Markt halt handle. Oder bin ich halt, was ich, wie einer meiner letzten Coaching-Teilnehmer, habe ein Haus, drei Pferde und fünf Autos keine Ahnung, drei Kinder. Ja, und habe irgendwie einen Monatsblock von Kostenblock, keine Ahnung, von 10.000 Euro Minimum. Dann muss ich mich ganz anders verhalten. Ja, klar, und da ist auch das Kapital ein ganz anderes. Ja. Also der handelt jetzt nicht kleine Summen. Ja. Der muss natürlich dann höher handeln und hat auch das entsprechende Kapital, weil er halt vorher irgendwo in der Firma halt der Vorstand halt war. Ja, und seine Firma als Eigner sogar verkauft hat, um da bei der Wahrheit zu bleiben. So. Also von daher ist es so. Oder ist man eigentlich, kann man Eigner und Vorstand gleichzeitig sein? Bin ich jetzt überfragt, aber prinzipiell gibt es halt, will ich ausdrücken damit, unterschiedlichste, ja, unterschiedlichste Größen, die man handelt, unterschiedlichste Ziele und unterschiedlichste Bedürfnisse. Also ich kann das nicht ausdrücken und es ist halt auch fahrlässig, einfach zu sagen, okay, 10% ist ja viel. Wenn einer mit 1.000 Euro anfängt und sagt 10%, na toll, da sagt er ja, für die 100 Euro, die spare ich mir auch so zusammen. Wenn man jemanden hat und sagt, okay, bei einer Million 10%, das ist für mich erträglich, das reicht mir aus, ich brauche keine 50%, das ist für mich dann too much. Was ist richtig, was ist verkehrt? Also man muss es in vielen im Kontext sehen und deswegen beantworte ich die Frage auch so. Weil natürlich ich auch früher auch mir diese Frage so gestellt habe, aber je länger man dabei ist, desto mehr merkt man, dass man es im Kontext halt macht. Und mich hat zum Beispiel, das ist vielleicht an der Stelle nochmal ganz gut, mich hat die Frage auch abgeschreckt. Also vielleicht doch mal zu meinen Anfängen kurz zurück, weil ich habe auch im Fernsehen, man guckt und man liest über Börse und dann reden die dort von 5%, 8%. So, jetzt habe ich überlegt, ich möchte im Jahr, keine Ahnung, 50.000 Euro verdienen. Und wenn ich jetzt 10% im Jahr mache, was ja viel wäre, dann habe ich überlegt, wie viel Startkapital bräuchte ich denn, ja, um diese 10% zu erreichen? Und da dachte ich mir, okay, also ich habe gar keine Knete dafür, ich kann das ja niemals machen. Und wenn man dann aber hergeht und merkt, was im Trading so möglich ist und auch in meinem Kurs, den ich anbiete, ist das genau auch so beschrieben, dass wenn man die Risikoparameter für sich an sein Risiko anpasst und merkt, und wenn man es auch ein bisschen, sei jetzt mal, so rangeht, wie man es vielleicht auch trade-technisch und nicht investitionstechnisch machen sollte, vor allem im Skype-Trading, wo ich auch keine, also es ist was anderes, ob ich jetzt wie jetzt hier im Skype-Trading alle 5 Minuten, also nicht alle 5 Minuten, aber eine Position vielleicht noch 5 Minuten, 10 Minuten halte, um dann halt die Position wieder zu verlassen, kann ich ja mit ganz anderen Risiken arbeiten, als wenn ich jetzt ein Investor bin und möchte eine Aktie über halt, keine Ahnung, ein halbes Jahr halten. Ja, da sind ja ganz andere Stop-Losses dann möglich. Klar ist, wenn ich hier 1% setze bei einer Schwankungsbreite von 0,2% im Index, ja, das ist ja für einen Investor gar nicht relevant. Ja, und deswegen habe ich dann auch, bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, ich mache mich frei von den Risiken, also von der Performance, sondern ich gucke, was kann ich an Punkten verdienen? Was kann ich an Punkten verdienen? Und wenn ich diese Punkte mir hochskaliere und schaue, was das an Plus und Minus fürs Depot bedeutet, dann bekomme ich auch eine Vorstellung, was ich an Kapital brauche und was auch möglich ist. Also ich kann sagen, ich habe damals mein Business angefangen. Mit meinen letzten 5.000 Euro und am Jahresende hatte ich 100.000 Euro. Und so habe ich das dann immer auch gemacht. Ich habe das Geld abgehoben, 5.000 Euro gelassen. Das Jahr darauf habe ich in 6 Monaten war ich dann schon bei 100.000 Euro gewesen und habe dann ein halbes Jahr Pause gemacht, also ein halbes Jahr gar nicht gearbeitet, bin durch die Lande gereist und
habe geguckt, ob es mal schön ist, in Mallorca zu arbeiten, weil das ja ist ja cool, als Trader vom Strand zu arbeiten, und habe gedacht, wie dämlich ist das eigentlich, weil die Leute, die da alle am Strand sind, machen ja alle Urlaub, und ich gehe dann alleine dort mit meiner Decke da an den Strand, und am nächsten Tag muss ich ja dann auch irgendwann mal ein bisschen was arbeiten und so. Also mir hat es überhaupt nicht gepasst. Ja. Also von daher, ihr seht schon, kommt das immer drauf an. Ja. Und ich weiß auch, der Andreas bei Twitch, der hat auch ein kleines Konto angefangen und das relativ hoch gehandelt. Das geht vielleicht, wenn man so ein bisschen im Trading halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann kriegt man sowas, denke ich mal, regelmäßig hin. Ansonsten, ja. Am Anfang ist es erstmal wichtig, die Punkte zu verdienen, und danach kann man gucken, was performancetechnisch möglich ist. Ja, genau. Also im Trade-Technischen, weil hier nochmal die Anfrage kommt oder die Anmerkung, ich hatte eigentlich als Antwort deinerseits gedacht, dass eine gute Performance eine solche wäre, wenn man gering besser als die Märkte wäre. Also der. Gut, ich meine, ich bin jetzt täglicher Händler, ja, und weiß jetzt nicht, ob es da ausreichend wäre, besser zu sein im Schnitt als die. Also ich weiß jetzt nicht. Klar, ich meine, der Nasdaq hat dieses Jahr, keine Ahnung, 30 oder 40% plus gemacht, aber ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, also von daher, also trade-technisch, wie gesagt, wenn ich jetzt ein 10.000 Euro Depot habe oder wie jetzt auch, von irgendeinem Depot aus, keine Ahnung, von 20.000 Euro, und ich mache jetzt in einem Monat 3.000, 4.000 Euro, und das Monat für Monat, dann ist ja meine Performance halt viel höher. Ja. Also, und wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt das sehe auf ein großes Kapital, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe als Trading-Kapital, das ist ja auch eine Unterscheidung, ich habe ein Trading-Kapital 10.000 Euro, habe aber Gesamtkapital 100.000 Euro mir angespart, und lasse auf dem Trading-Account nur 10.000 Euro. Von wo aus rechne ich jetzt die Performance? Rechne ich die jetzt von 10.000 Euro oder von den 100.000 Euro? Das sind, wie gesagt, da steckt der Teufel im Detail. Ja, und deswegen kann man die Frage nur im Kontext beantworten. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, 100% ist viel, da sagt einer, Alter, 100%, ja, die Märkte schaffen keine Dings, sofort gib mir dein Geld. Ich gebe dir mein Geld und du machst 100% daraus. Aber da sind ja auch gewisse Risiken dahinter, und das ist nur vom Trading-Kapital gerechnet, nicht vom Gesamtkapital. Ja, und für mich persönlich als Trader war die Prozentzahl überhaupt völlig irrelevant, weil als Trader kann ich nicht von Prozenten leben, sondern von dem Einkommen, was ich ertrade. Und das sollte meines Erachtens nach doppelt so hoch sein wie das Einkommen, was man vorher als arbeitende Person halt hatte. Ja, weil wenn man nicht mehr arbeitet, muss man zusätzlich, ja, man kann jetzt nicht sagen, ich möchte als Trader, ich habe 3.500 Euro als Arbeiter verdient, möchte das jetzt als Trader haben. Das sollte man dann schon eher versuchen, als Ziel auch Richtung 7.000 Euro zu kommen, weil man muss ja dann die Kosten, die ja der Arbeitgeber für einen bezahlt hat, mitverdienen. Dann muss man die Steuern mitverdienen direkt. Und so weiter. Und man muss das Risiko, was man eingeht, sollte man auch mitverdienen. Also das wäre so das Ziel. Ja. Also so würde ich das beantworten dann. Ja. So, und das Ganze lässt sich ausrechnen an Punkten. Also wenn man weiß, okay, ich habe in diesem Monat, keine Ahnung, plus 500 Punkte verdient. Nur als Beispiel in irgendeinem Markt plus 500 Punkte, dann weiß ich, wenn ich ein CFD gehandelt habe oder ein Future, wenn ich ein Future gehandelt hätte, jetzt hier ein Mikro, wären das plus 1.000 Dollar. Wenn ich das in einem normalen Future, also in einem NQ Future handle, da ist ein Punkt 20 Dollar, dann wären das halt 10.000 Dollar im Monat. So, dann muss man sich angucken, wie ist diese Performance, dieses entstanden halt, also wie. Ja, mit welchen Rückschlägen, und könnte ich mir solche Drawdowns, die ich ja habe, wie viele Punkte waren das? Okay, das waren 100 Punkte. Kann ich dann sowas, mit welcher Size kann ich sowas aussitzen? Und dann kommt man vielleicht dahin, was auch das Trading selber für ein oder was einem das Trading ermöglicht, bei welcher Kontraktgröße man auch bräuchte. Und das kann auch dazu führen, dass man merkt, okay, also ich habe ein Ziel, keine Ahnung, ich möchte als Trader mal Minimum 3.000
Euro verdiene, aber mit meinem aktuellen Handel komme ich da gar nicht hin. Ist ja auch eine Möglichkeit. Wie viel SL hast du? Ich habe typischerweise 20 Punkte Stop-Loss. Kann aber auch höher gehen. Also ich könnte, also meine SL-Berechnung ist voll wie folgt. Ich habe 20 Punkte SL im Nasdaq und ich handle aber drei Positionen meistens, also drei Positionen. Nicht immer, aber meistens. Heißt, wenn ich Maximum eine Position habe, könnte ich mir theoretisch, wenn ich drei Ausstopper leisten möchte, könnte ich mir auch 60 Punkte Maximum. Das wäre das absolute Worst Case, 60 Punkte. Ja. So. Wenn ich dann halt runtergehe, wenn ich jetzt zwei Kontrakte handle, dann nehme ich immer den Schnitt von den beiden Kontrakten, den ich habe, und dann davon 20 Punkte, macht dann halt 40 Punkte, ja, auf die Einzelposition gerechnet. Und so rechne ich mir das dann halt aus. Ja. Gut, ja, gab es heute keinen Trade. Es wäre auch nur ein Trade aktuell möglich gewesen bei mir. Ich gehe nochmal hier den 1-Minuten-Chart, ob es da noch was gegeben hätte. Das wäre das Box-Setup gewesen. Und achso, hier muss ich hin. Ja, das wäre das Box-Setup gewesen. Jetzt will er hier nicht. Und ansonsten hier der Ausbruch. Ja, weiß ich auch nicht. Wäre gegangen. Also ich sage mal so, hier oben ist es relativ gut rangelaufen, wenn man mal rechts jetzt hier analytisch das hernehmen. Also die Korrektur relativ weit ausgereizt. Wieder unter, dann mit der neuen 15-Minuten-Kerze darunter. Jetzt sind wir wieder, kommen wir hier rein, was nur Lunte war. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier noch weggehandelt wird oder der Markt eher hier stehen bleibt und wir dann hier im Nasdaq so ein bisschen eine Trading Range bekommen. Ja. Also ich mache jetzt auf alle Fälle Feierabend. Für mich gibt es heute kein Trade weiter. Und das war's für mich heute. Nee, bei drei Positionen kann ich doch auch ganz normal einen Hedging-Account haben. Ja, also, das ist ja wurscht. Genau. Also am Ende wird ja nur der Durchschnittskurs dann berechnet von allen dreien. Das macht ja der Stereo-Trader mir hier so schön im Future-Modus. Ja, und dann kann man ja dort einen wieder raustun, wieder einen neuen rein. Ja, manchmal ist es auch so, also was, wenn ich zum Beispiel jetzt verkehrt liege, ja, als Beispiel, ich wäre jetzt hier long, ja, mit Position 1, dann würde ich halt gucken, dass ich hier eine zweite Position rein mache, die dann wieder raushole. So, dann vielleicht eine neue Position, wieder etwas tiefer rein, wenn der Markt dann wieder steigt, ja, an so einer Unterstützung. Ja, wenn ich jetzt da mich durchskalieren müsste, dann hier oben wieder die Position raus. So, dann hätte ich mir hier, ich sage jetzt mal nur als Beispiel, hier plus 10 mit der einen Position geholt, plus 10 mit einer zweiten. Heißt, wenn jetzt der Markt hier hochkommt und die erste Position selbst 20 Punkte minus ist, bin ich plus minus 0, ja, wenn hier minus 20 stehen würde. Wenn die dann noch plus minus 0 wäre, dann kann ich die rausholen, habe ich trotzdem 20 Punkte verdient, auch wenn ich zwischendrin immer mal das Risiko erhöht habe. Aber wie gesagt, das ist dann ja weit fortgeschritten, wenn man dann um gewisse Preisbereiche vielleicht dann handelt und so weiter. Ja. Dann war noch eine Frage, ob ich Vollzeittrader bin. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich irgendwann mal, ich bin zweigleisig gefahren. Also ich handle zwar tagtäglich noch mal eine Stunde, aber ich bin weit weg von Vollzeittrader. Weil ich habe jetzt ich habe einen Kurs, den man kaufen kann, wo ich das alles im Detail erkläre. Und bin so auch für Broker da. Ich bin hier in dem Webinar da. Ich bin bei anderen Brokern bei Webinaren da. Ich mache auch Vorträge und mache Ausbildung und so weiter. Und das führt alles dazu, mit dem ganzen Papierkram, der da drumherum entsteht, dass ich dann heute kein Vollzeit-Trader mehr bin. Ja, aber das ist, denke ich mal, auch bekannt. Macht er jetzt auch keine große Nummer draus. Am Ende muss man sich halt irgendwann mal entscheiden, ist man Trainer oder ist man Spieler so. Und ich habe 10 Jahre zu 100% von meinem Trading gelebt und wäre der Börse fast verloren gegangen, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Jetzt nicht wegen Unprofitabilität, sondern weil es irgendwann nach den aufregenden Jahren halt irgendwie mich nicht mehr getriggert hat. Ja. Und die Coaching-Arbeit, die erfüllt mich ja jetzt irgendwie doch wesentlich mehr als der eigene Handel. Ja.
So habe ich auch vorher nicht gewusst. Vorher habe ich auch mal gedacht, die ganzen doofen Coaches, warum coachen die? Können wohl nichts. Ja, aber ja, so ändern sich dann halt auch Ansichten und auch vielleicht Lebenszustände. Ja, in den jungen wilden Jahren, da habe ich mit dicker Size durch die Kante geballert, ja, und das brauche ich irgendwie nicht mehr. Weiß auch nicht, kann es nicht erklären. Aber ja, so sieht es bei mir aus, ja. Und da habe ich mich halt irgendwann entschieden und gesagt, okay, also das, was heute ist, dann eigentlich eher Trading, so ab und zu mal so ein bisschen Hobby. Ich handle aber auch nur mit kleinen Summen, damit ich nicht in die Gefahr komme, mich dann irgendwie da zu weit rauszulehnen, ja, oder irgendwas zu veranstalten. Ja. Aber da muss jeder sozusagen, ich verstehe jeden, der mit Trading anfängt und für den das die Freiheit ist, die er sich gerne wünscht, auch wenn er merkt, dass der Job doch wesentlich härter ist. Das musste ich ja auch lernen, als man eigentlich denkt, ja, und dann, aber wenn man dann einmal doch in dem Bereich halt kommt und merkt, okay, keine Ahnung, wir haben es 9:10 Uhr und man hat vielleicht 500 € verdient und kann dann sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem Tag und kann sich da frei entfalten, mit was auch immer. Ja, also das finde ich auch, das finde ich halt auch eigentlich immer ganz gut. Ja. Aber es ist natürlich auch ein langer Prozess und ein langer Weg gewesen, bis ich da hingekommen bin. Ja. Aber das war dann irgendwann, wie gesagt, ich habe 10 Jahre zu 100% nur von meinem Trading gelebt. Und ganz ehrlich, wenn man dann halt gewisse Größen handelt, wie gesagt, mich hat es dann irgendwann nicht mehr angehoben. Ich habe es heute auch gesehen, der Dirk, der hat heute auch einen schönen Gewinn gemacht. Ja. So, und dann sagt man sich, also der auch weit über das drüber geht, was man vielleicht als Mensch mal verdient könnte mit seiner Ausbildung. Ja, mal als Beispiel, also als ich meinen allerersten Tag hatte, wo ich am Tag innerhalb von ein paar Stunden 10.000 € verdient habe, wo ich überlegt habe, das könnte ich mit meiner Ausbildung, mit meinem Wissensstand, mit einer normalen Arbeit nie im Leben verdienen. Nie, nie, nie. Ist nicht möglich. Ja, und das war natürlich dann schon cool, aber vielleicht hätte man sich auch weiter steigern können, aber ich habe dann auch irgendwann Positionsgrößen gehandelt, die dann für mich dann nicht mehr zuträglich waren, also zumindest für mein Herz nicht mehr. Ja, das hat mich dann eher mehr gestresst, als dass es entspannt war. Und naja, und ganz ehrlich, ich wusste auch in den jungen Jahren nichts mit meiner Freizeit dann anzufangen. Also mir hat vielleicht ein Hobby auch gefehlt, was ich dem ich fröne, denn wenn der ganze Freundeskreis normal arbeiten geht und man hat um 10 nichts mehr zu tun, weil man sein Tagesziel erreicht hat, dann ist halt die Frage, was mache ich dann? So. Bei ganz vielen Tradern ist es ja so, die verklimpern ja dann am Nachmittag das ganze Geld wieder und stehen dann plus minus null da. Ja. Gut. Ja, also da habe ich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich denke, das ist auch immer noch mal ganz gut, wenn man einfach da was mitbekommt, vielleicht für sich selber, so ein bisschen als Einorientierung. Ja, ich bin den Weg auch gegangen. Ich bin gelernter Zimmermann. Ja, und bin gelernter Zimmermann und ja, hab da ja mittlerweile seit über 20 Jahren an der Börse. Ja. Ja. Schöne Box mit im DAX live zu Demonstrationszwecken. Ah, okay. Im DAX habe ich jetzt hier gar nicht offen. Ist der hier offen? Naja, gut. Da ich jetzt los muss, wenn noch Fragen sind, an mich, dann auch gerne per Mail über info@scalp-trading.de, also über meine Homepage. Könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Gibt es auch immer noch das Angebot? Ich denke mal, es wird es dieses Jahr immer noch geben. Auch bei FX Flat. Ich meine, die meisten werden hier wahrscheinlich von FX Flat sein, aber falls ihr noch nicht FX Flat Kunde seid, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, wenn ihr einen Account eröffnet, dann eine kostenfreie Coaching-Stunde zu bekommen. Und ansonsten könnt ihr hier über Kontakt mir auch einfach schreiben. Ja, also auch möglich. Gut, auch wenn es kein Trade heute gab, hoffe ich trotzdem für euch ein schönes Webinar. Haben wir hier so ein bisschen eine Order im Markt hier. Also alle Werte machen gleichmäßig mit. Da kauft einer im Future hier so ein bisschen Attacke. Naja, sollen sie mal machen. Ja, von unten der Long, aber egal. So. Mein Webinar ist von zu Hause. Gut, aber ich gebe zurück zu FX Flat. Letzte Wort wie immer der Nelson und wir sehen uns dann im nächsten Monat. 11. Oktober. Genau. Jo, in alter Frische. Ja, und wie gesagt, wünsche ich euch auf alle Fälle gute, erfolgreiche Trades noch.
hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet hier aus dem Webinar, auch wenn es jetzt keinen Trade gab. Aber denke soweit okay. Wie fandst du es, Nelson? Ich habe auch das eine oder andere von dir erfahren, was ich noch nicht kannte und Ah. schließe. Du hast noch vergessen zu erwähnen, dass dein Hobby jetzt Challenges sind, die Ja, du mein Hobby sind zurzeit da. Challenges. Ja, also da muss ich mir wieder bald was auszahlen lassen. Ja. Also ich bin Ja, jetzt sehr so gut. ein bisschen mehr in die Prop-Trader Riege gegangen und handle jetzt auch weniger an dem Account, ja, weil da habe ich gleich 150.000 so zur Verfügung und ich finde das eigentlich ganz interessant. Ne? Also mit 150.000 zu handeln, klar, es sind keine echten 150.000, aber ja, Challenges, das hat mich jetzt getriggert. Ja? Also so Wettkampf, das ist durchaus jetzt mal wieder meins nach langer Zeit. Ja. Genau, und ja, jetzt aktuell mit meinem aktuellen Prop-Account bin ich $7.000 vorne. Ja, da gibt es auch bald wieder meine Auszahlung. Aber das will ich ja jetzt gar nicht hier zum Thema machen. Denn aber wir können das Thema Challenges ja vielleicht in einer anderen Art und Weise trotzdem mal angehen, weil ihr das ja auch mittlerweile habt im Portfolio sozusagen. Es war jetzt dann kein Future Trading, aber vielleicht das Thema Challenge oder überhaupt Wettkampf und Trading und Prop Trading kann ja auch mal ein Thema für ein Webinar sein. Also wenn ihr das gerne wollt, dann lasst FX vielleicht wissen und dann mache ich da was dazu. Mit Sicherheit, ich kenne, glaube ich, da schon die Antwort. Also, ich wünsche erstmal eine gute Besserung. Vielen Dank, dass du das Webinar trotzdem mit uns gemacht hast. Ja. Und ich schließe mich hier dem Chat natürlich an. War ein super Webinar, wie immer. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die dabei waren und hier auch fleißig im Chat mitgemacht haben, sowohl hier bei uns in GoToWebinar als auch sicherlich auf Twitch. Und vielen Dank, Andreas, wieder für die Übertragung. Ja, Ich gerne. wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie am 11. Oktober dann hier wieder dabei seid. Also Genau. bis dahin, alles Gute. Du kannst gerne noch was sagen, Heiko. Ich bin aber Ich jetzt wollte nur raus. sagen, Andreas, die Challenge mit der Bratwurst ist angenommen. Also, muss nur vorbeikommen. Die schöne Thüringer Bratwurst. Geht immer. Ja, sehr gut. Mehr dazu im nächsten Webinar. Also, Genau. bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.